Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Liquid Clip, Freunde. Yes, yes, I love Candy aus dem Hause Mad Hatter. Ne, sollten die einen irgendwie so ein bisschen kennen, so vom I Love Popcorn und so weiter. Oh, dieser Fokus, manchmal macht er mich irre. So, jetzt haben wir es aber. Die kleinen, leckeren, süßen Bonbons. Im Mix verfeinert mit Süßkirschen bis hin zu säuerlichen Limetten oder bis zu säuerlichen Limette. Bin echt gespannt, denn Kirsche. Ich hatte schon lange nichts mehr, wo irgendwie Kirsche drin war. Wie gesagt, das Ganze kommt hier in solchen witzigen Kartons. Finde ich eigentlich ganz geil. Wenn man die aufklappt. Mouthful of, was steht da unten drunter noch? Happiness, ne? Mund voll Freude letztendlich irgendwie so. Wie gesagt, 60er Schabi-Flasche, 50 Milliliter sind drin. Ihr müsst halt noch einen 10 Milliliter Shot drauf kippen, je nachdem, was für Nikotinstärke ihr habt. Oder halt Basis, ne? Wenn er mit Nullerdampf, das wäre das Sinnigste. 70% VG, 30% PG. So, jetzt haben wir hier diesen Technik-Porn durch und ich dampf jetzt. Schwer geil. Ohne Scheiß. Es ist sehr, sehr süß. Sehr, sehr intens. Dieser Candy-Geschmack halt, ne? Dieser Bonbon-Mix, süße, kleine, leckere Bonbons, ne? Da sind anscheinend ganz viele verschiedene Geschmacksbonbons drin. Oder Geschmäcker von Bonbons. Was mir auffällt ist, ihr habt so eine richtig heftige Limettennote. Aber die ist nicht so heftig, dass sie nervt. So. Ihr habt so eine, müsst ihr euch vorstellen, ihr dampft das. Dann habt ihr so einen Geschmack von ganz, ganz süßen, geilen, intensiven Bonbons. Und dabei schwimmt quasi so die Limette durch den Mund. Ne? Das ist total schier. Süßkirsche schmeckt man jetzt so direkt nicht raus. Aber man merkt, dass irgendwo ein bisschen Kirsche liegt. Aber man kann jetzt nicht sagen, ah, geil, das schmeckt halt schon heftig nach Kirsche. Es ist so dezent irgendwo. Hi, hier ist eine Süßkirsche, ich bin mal wieder weg. Ne? Es ist eigentlich ganz geil gemacht. Was jetzt kurios ist, hier sind noch Orangen drauf und Himbeeren und Zitronen. Kennt ihr schon Zitronen? Also man merkt aber auch bei diesem Dampfen, dass das nicht alles ist. Diese Süßkirsche und dieses Limette oder Lime. Da ist noch was. Das sind noch ein paar verschiedene Sachen. Ich tippe jetzt einfach mal, dass da eventuell halt wirklich noch so ein bisschen Orange, so ein bisschen Erdbeere drin ist und so weiter. Weil ich habe mir vorher auch die Bilder angeguckt. Und warum sollte man irgendwas auf Bilder packen, wenn es nicht drin ist, ne? An dieser Stelle. Aber gut, kann ja auch einfach so sein, weil das Bild dann schöner aussehen soll. Keine Ahnung, das wäre doof. Aber wie gesagt, auch wieder hier so beschrieben, wie es schmeckt. Finde ich auf jeden Fall immer gut, so soll es auch sein, weil alles andere wäre halt schwachsinnig. Außer das fucking Wassermelone, das fand ich halt wirklich schlecht. Sorry an dieser Stelle. Es kann natürlich sein, dass es den anderen Leuten voll gut abgeht und die sagen, oh, Alter, das ist so lecker, was ist mit dir? Ne? Aber ne, ich finde es halt nicht geil. So ist es halt. Wie gesagt, so vom Ranking her würde ich sagen, Blue Raspberry, dann kommt hier dieses Rainbow, was wir jetzt gerade haben und dann halt Wassermelone. Ne? Das könnte ich aber auch theoretisch aussortieren. So, an der Stelle, Freunde, wir sind wieder am Ende angekommen. Wenn euch das hier gefallen hat, wie immer, drückt mal den Like-Button. Gerne, gerne, gerne. Würde mich sehr, sehr freuen. Und lasst mir mal ein Like da, wenn ihr kein Videos verpassen wollt. Guckst du Video von der Appes, kannst du sagen, Mappes. Keine Ahnung, nein, Spaß beiseite. So, lasst mir lieben gerne ein Abo da, da könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren. Wenn ihr auf Push-Up-Meldungen steht, ne, weil dann kriegt ihr nämlich immer auf euer Handy eine Push-Up-Meldung. Der Appes hat was hochgeladen, zack, zack, schnell gucken, Freunde, ne? An der Stelle, ich würde sagen, stay true, join the website of life und bis demnächst.